Hi und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Ich bin Luisa und heute backen wir eine wundervolle schwedische Apfeltorte. Dafür benötigen wir Sahne, Sahnesteif, Streusel für die Deko, Vanillepuddingpulver, ein bisschen Zimt, wir brauchen Vanillezucker, Eier, normalen Zucker, Backpulver, Mehl, Wasser, noch einmal Zucker für die Creme, Äpfel und eine kleine Zitrone. Wir beginnen mit dem Teig, dafür geben wir die Eier in die Rührschüssel zusammen mit Vanillezucker und dem normalen Zucker. Das Ganze schlagen wir jetzt auf, bis sich das Volumen verdoppelt hat. So etwa 5 bis 10 Minuten. So, Eierzuckermasse ist ready. Wir vermengen Backpulver mit Mehl. Verrühren das kurz. Sieben das Mehl über die Eizuckermasse. Und heben das Ganze unter. Und die Biskuitmasse, die geben wir jetzt in eine gefettete Springform. Wichtig ist, dass ihr beim Biskuit das Mehl nicht zu lange unterrührt, sondern wirklich nur kurz unterhebt, damit er die Luft nicht verliert. Und dann streichen wir den Teig gleichmäßig aus. Der Teig kommt jetzt für 10 bis 15 Minuten bei Ober-Unterhitze 180 Grad in den Ofen. Während der Biskuit im Ofen backt, machen wir uns schon mal an die Füllung. Dafür schälen wir zuerst die Äpfel, entkernen sie dann und raspeln sie grob mit dieser Reibe hier. Der Biskuit, der kühlt jetzt gerade aus und in der Zwischenzeit machen wir schon mal die Apfelmasse. Dafür geben wir jetzt in den Kochtopf das Wasser, den Zucker, die Prise Zimt, den Saft einer Zitrone, und das Puddingpulver und rühren das Ganze schön glatt und kochen es auf, bis wir eine schöne Creme haben. Die Creme lassen wir jetzt kurz auskühlen, bis sie nur noch lauwarm ist und dann kommen die Äpfel hinein. Unser Biskuit ist abgekühlt, unsere Creme auch und jetzt geben wir die Apfelraspel hier in den Topf und mixen alles gut zusammen. So, und diese Masse, die Apfelmasse, geben wir jetzt auf den Biskuit. Und verteilen das schön gleichmäßig auf dem Teig. So, das kommt jetzt in den Kühlschrank. Wenn das schön fest ist und richtig gut durchgekühlt, kommt noch die geschlagene Sahne oben drauf und wir verzieren noch kurz. Unsere schwedische Apfeltorte ist jetzt schön ausgekühlt. Wir geben die geschlagene Sahne noch oben drauf und dekorieren mit den Schokostreuseln.
geben die schwedische Apfeltorte jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank. Und kurz vorm Servieren holt ihr sie einfach raus, löst sie aus dem Tortenring und gebt sie auf eine schöne Tortenplatte. Nach ungefähr 12 Stunden Durchziehen ist unsere schwedische Apfeltorte auch fertig. Der Biskuit hatte jetzt die Zeit, sich auch richtig schön durchzuziehen mit dem Saft vom Apfel. Und wir heben den jetzt noch schnell auf eine schöne Tortenplatte. So, und das ist sie, diese super lecker und saftige schwedische Apfeltorte. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann guckt einfach unterm Video, da findet ihr den Link zum Rezept und wir sehen uns beim nächsten Mal.